Es ist heute Donnerstag, der 7. Juli 2011. Wir befinden uns hier bei einem Heurigen im 19. Wiener Gemeindebezirk in der Probusgasse. Nach einem üppigen Mahl und gutem Wein ist Zeit für heurigen Gespräche. Worum geht es in diesem Musical Zumpfau und der Mond? Ja, das Musical heißt Zumpfau und der Mond. Zumpfau und der Mond. Naja, Zumpferl erzählt von den Abenteuern des naiven Helden Zumpferl auf seiner Reise zum Mond und wieder zur Erde zurück. Und Zumpferl, im Wesentlichen ist das eine faustisches Drama. Ja, darf ich hier einwenden? Ist dieses Thema zeitlos? Ich denke schon. Welchen Nutzen wird dieses Musical für die Menschheit bringen? Unterhaltung. Ja, aber zur Unterhaltung habe ich doch herausgehört, dass du auch einen Anspruch stellst. Ja, es gibt natürlich den inhaltlichen Anspruch, ein zeitloses Problem darzustellen und abzuhandeln. Zumpferl, der mit seinen spontanen Entscheidungen immer wieder die richtige Entscheidung trifft, hat hier einen Gegenspieler, Mephisto stellt Zumpferl im Laufe dieser Geschichte dreimal auf die Probe. Ja. Kann man dieses Stück auch religiösen Menschen zutrauen? Ich glaube, es ist niemand ausgeschlossen von der Lektüre oder von der Konsumation dieses Stücks. Mhm. Das heißt, es spricht ein sehr breites Publikum an und kann je nachdem, wie es aufgenommen wird, sehr hohe Ansprüche erfüllen und vielleicht auch Lebensfragen, bisher unbeantwortete Lebensfragen, teilweise beantworten. Nun, es kann Lebensfragen erörtern. Ich danke dir für diese Ausführungen. Thank you.
lasst mich bitte hier